Hey, hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Sachen gemacht. Einerseits, ich habe das erste bisschen Sekundes Alchemist Dust hergestellt. Boah, mit dem ist es so viel angenehmer. Und dann habe ich das erste bisschen Eisenteich eingesetzt für effizientere Produktion von dem Iron Casing hier. Hab hier einen Crucible Inserter drauf gesteckt, weil mir die zwischendurch ein, zweimal decayed sind. Das ist so angenehm. Ah, das funktioniert einfach und passt. Ach ja, aber die Sache, die ich eigentlich haben will. Dein neuer Combustion Heater. Genau. Jetzt muss ich nur dran denken, dass ich die Sachen hier mal kurz wegnehme. Schwupps. Okay. Iron Casing. Was steht da? Maxi U, das passt. Deutlich bessere Fuel Conversion, das ist angenehm. Bye bye. Den behalte ich mir. Und jetzt brauche ich einfach weniger Material, um das Zeug herzustellen. Ja, habe ich noch zufällig. Nee, habe ich nicht mehr. Gut, dann probieren wir doch das gleich mal aus. Ich schmeiße hier mal einfach einen Haufen Gunpowder rein. Ups, das ging schnell voll. Und 21 Blaze Powder. Jetzt kann ich euch noch mal kurz zeigen, wie das eigentlich geht. Das soll ein bisschen näher bei mir sein, aber nicht ganz so. So. Genau. Ach ja, hier noch mal kurz. Stelle ich noch mal ein paar her. Ich habe ein bisschen Lead gesammelt. So. Was war's? Oh, Redstone fehlt mir. Genau. Wie man das Secundus herstellt, ist recht einfach. Man nimmt ein Eisen-Ingot. Und drei von denen. Und damit bekommt man dann diese Alchemical Ingots. Kombiniert die dann mit dem mit Redstone und Blaze Powder und dann kriegt man jede Menge von dem Zeug. Und ja, ich will auch einen Haufen davon haben, muss ich zugeben, weil das super nützlich ist. So. Die andere Sache, ja, der Rest müsste dann erstmal passen. Sekunde, sehr schön. Stimmt, ich habe den nie rausgenommen gehabt. Questbuch, Quests. Den habe ich zwischendurch mal irgendwann erledigt. Der ist auch erledigt. Was wollen Sie als nächstes haben? Iron Machines. Iron Condenser. Denke ich, dass ich machen werde auch. Condenser. Was brauche ich denn dafür? Für einen Eisen. Dafür brauche ich Primus. Mit 8. So, ich brauche 8 Platten. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Platten. Wie viel macht der Hammer noch mit? Genügend, aber ich muss ihn bald ersetzen. Dämliches Tome. Ich habe von denen genügend. Danke. Explosive Snowball. Bäh. Naja, gut. Ach ja, während ich hier warte, haut dir die mal durch. Und dann das kann natürlich auch mal gut laufen. Genau, Eisen. Ich brauche so viel Eisen. Boah, das ist so unangenehm viel. Vor allem, weil ich halt immer noch den Nachteil habe mit dem anderen Kram. Ich kriege jede Menge Hüte. Das ist immerhin der Vorteil, wenn ich hier stehe. Das ist auch gut. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Und das brauche ich auch nicht. 26, 28, ja. Da macht es gemütlich. Die werde ich auch mal gleich weghauen. Das brauche ich auch nicht. So. Das.
Und zwei von denen. Dann erstelle ich noch ein bisschen mehr von dem Sinn. Ist ja nicht so, als würde ich das brauchen. nicht brauchen, meine ich. Da habe ich mal den ganzen Primus Alchemist Dust hingeschmissen. Der braucht langsam wieder Nachschub. So. Saturation Condenser. Naja. Genau. Ich habe gesagt, ich brauche jede Menge Eisen. Eisen war Rotten Flesh. Ich kann jetzt natürlich auch mal zeigen, wie viel effizienter das ist. 5 und 1. Natürlich, das ist nach wie vor ineffizient ohne Ende. Das ist auch immer noch, also das ist einer der nervigen Punkte am Anfang von dem Modpack. Ich freue mich so drauf, wenn ich das nicht mehr machen muss. Aber dazu brauche ich erst einen Eimer. Sobald ich einen Eimer erstellen kann, ist alles okay. Aber dafür brauche ich Rolling Machines und Rolling Machines sind schweinsteuer. Und brauchen RF oder was weiß ich zum Laufen. Das hier, dann das habe ich noch irgendwo ein Blaze Powder rumliegen. Wahrscheinlich nicht. Nein. Muss ich nochmal welches erstellen? Gunpowder rein. Cobblestone drüber. Das ist viel effizienter. So. Und schon. Dürfte das wieder funktionieren? Und ich habe 8 Stück. Sehr schön. Wie weit ist der? Der ist immer noch nicht fertig. Aber der dürfte ziemlich bald fertig sein und dann können wir weitermachen. Ich habe natürlich, sobald ich hier auch einen höherwertigen Kondenser drin habe, geht das auch deutlich, deutlich schneller. Effizienz. Okay. Ja, der Stone hat 100% Effizienz, der andere hat mehr und das lohnt sich natürlich schon, den auch zu nehmen dann. Wir werden primär die Sachen für Bronze brauchen, dann kann ich die auch da reinschmeißen. Ich weiß jetzt auch, warum Kupfer so wahnsinnig effizient ist. Kupfer. Ah, es regnet. Da freuen sich die natürlich wieder alle. Die ganzen Endermänner. Sieben. Und bald habe ich die 8. Wow, Dark Matter Kondenser. 10.000%. Cool. Das ist cool. So, ich habe die ersten 8, das heißt, ich kann schon mal meinen Chemical Dings machen. Aber ich werde wahrscheinlich dann zwischendurch. Ups, das war doof. Weil der Hammer ist zu teuer, als dass ich das machen könnte. Was gibt's denn noch für Hammer? Steel. Schön. Nee, der nützt mir nichts. Ich habe irgendwas aufgehoben, was ich nicht brauche. Das nervt, dass ich hier so viel spawnen, diese blöden Blöcke, die ich nicht brauchen kann. Ich glaube, aus dem werde ich dann meinen nächsten Hammer machen. Weil der Tinker's Hammer ist ineffizient ohne Ende. Stimmt, den habe ich immer noch im Inventar, den brauche ich aber nicht im Inventar halten. Ah doch, für das Kupfer. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann brauche ich mal einen neuen Hammer. Nur, dass ich das schon mal auf Vorrat habe. Gut, aber das ist eine Sache, die ich auch off-camera ein bisschen machen kann. Smite. Graveyard Soil. Nützt mir nichts.
Fluid Storage. Okay, mache ich doch mal. Clay Armor 24 Unfair Clay Plates. Theoretisch könnte ich das machen. Warum eigentlich nicht? Wir müssten genug Plant Matter haben für eine Weile. Vor allem habe ich die dann nicht mehr im Inventar rumfliegen. Schwupps. Boom. 6 Erde pro Durchgang. Das ist sehr angenehm. Ja, das ist die Hälfte mehr als das andere. Als mit dem Vorgänger. 27 habe ich noch übrig. So. Klick. Klick. Boom. 3 habe ich übrig. Mit 3 kann ich nicht wirklich was anfangen. Die schmeiße ich jetzt einfach mal kurz weg. So. Jetzt habe ich 18 Erde. Und was habe ich gesagt? 24. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ja, Enderman, da kannst du zuschauen. Die darfst du nicht aufheben. Uses. Wie kann ich denn da Plates draus machen? Clay Plate. Ah, ich brauche das Doppelte. Okay. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Entschuldigung. Und leer ist es. Und dann kann ich endlich eine Clay Armor machen. Nicht wirklich nützlich. Aber gut, warum nicht? Complete. So, alle schmelzen. Kein Problem. Währenddessen lade ich mal das Ding hier neu auf. Ach ja, ich muss da drunter zielen. Fällt mir gerade ein. So, jetzt ist er wieder voll. Ich kann, glaube ich, nicht mehr machen. Nee. So, sehr schön. Die Clayplatten werden geschmolzen. Ich nehme mal die Hälfte da raus und tue die hier rein. So. Irgendwann muss ich die natürlich auch mal upgraden. Ich glaube, dass die hier eventuell sind die besser als die Iron Furnaces. Ich weiß es aber nicht. Schwer zu sagen. Wie sich die zueinander verhalten. Das ist sehr angenehm. Ja, Eisen. Eisen braucht immer noch das gleiche wie vorher. Ich habe einen Moment Zeit, während die Sachen so weit sind. Oder während die Sachen noch nicht so weit sind, meine ich. So. Habe ich im Moment was im Inventar, was ich absolut nicht mit mir rumschleppen muss. Das hier. Okay. So, dann machen wir das doch gleich nochmal. Und gleich haben wir wieder einen Schwung. Salz draus machen. Mit dem hier konvertieren. Das mit der Anzahl von denen machen. Und dann würde ich sagen, wir sortieren mal wieder das Inventar und probieren, was wir hier finden. So. So, jede Menge Zeug zumindest. Schauen wir doch mal. Brauche ich nicht. Das kann ich gut brauchen. Die Dinger sind an sich nutzlos, aber sind Schallplatten, was will man sonst, was will man mehr?
Ich habe hier eine Schallplattenproduktion, das ist der Wahnsinn. Noch eins von den Rips. Die Schallplatte habe ich schon. Die Schallplatte habe ich, glaube ich, noch nicht. Okay. Weg mit denen. Ist ja auch wurscht. Kann auch sein, dass ich sie schon habe. Ach ja, genau, die habe ich ja auch da drüben gerade eben rein. Dann nutze ich doch mal kurz den Eisen schon mal. Das Eisen, das Inferium Essence brauche ich immer noch nicht. Ich kann einfach immer mit nichts mit anstellen. So, 14 Dust, sehr schön. Dann hoffe ich, dass ich gleich meine 5 Eisen zusammen habe. Ah, die Clay Plates, genau. Die kann ich jetzt wieder nutzen. Und jetzt brauche ich alles einmal. Kopf, Brust, Beine, Schuhe. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Bye, bye. So. Sehr schön. Dafür kriegen wir auch wieder eine Kiste. Compressed Oak Logs. Die werde ich mir gerne aufbewahren, weil ich habe ständig zu wenig Holz. Wie viele Minuten haben wir? 16 Minuten. Gut. Machen wir noch ein bisschen. Das nächste, was ich gern hätte, wäre Clay Barrel. Clay Barrel. Okay, das ist 6, okay, 12 Clay, außer man braucht mehr als einen von dem, nö. 12 Clay, 4, 8, 12. Diesmal keine Endermänner in der Nähe, die mich nerven ohne Ende deswegen. So. Das hier und das hier. Und jetzt beides schmelzen. Na gut, du kommst hier rein, du kommst hier rein. Dann bin ich mal gespannt, was das für Dinger sind. Ach ja, das Ding habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gebraucht. Hier kommt mein Eisen zusammen. 11 Stück, sehr schön. 7 Stück, glaube ich, brauche ich doch, oder? Ne, 6 Stück. 1, 2, 3. 4, 5, 6. So. Ein von diesen Dusts. Das hier. Ups, hier hin. Einmal komplett rum. Und jetzt noch die hier hin. Iron Condenser. Nachdem ich hier das Zeug schon verbraucht habe, sollte ich besser abwarten, bis die Sachen komplett weg sind. Wie schaut es denn hier oben aus? Ich habe nur noch 10 Shards. Da sollte ich nochmal ein paar herstellen. So. Sehr angenehm. Gut. Kann ich die auch einfach austauschen? Nee. Okay, das Housing kommt als erstes wieder hin, dann kommt der Kondenser hin. Ich sollte auch hier wieder eine neue Fackel aufstellen. Vorzugsweise auf der Seite und ganz hinten. So, Stone Kondenser brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich hier besseren Speed und bessere Effizienz. Aber der Boost von 75% zu 175%, das ist riesig. Andererseits, es wird ja bei den späteren noch besser. Okay. Eins. Zwei. Danke. Claim. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich damit machen will. Irgendwo hatte ich doch davon schon welche. Genau.
Ich stelle das jetzt einfach mal irgendwo hier hin. Ah, jetzt kapiere ich das. Das kommt oben drauf. Ah, cool. Sehr interessant. Als nächstes haben wir das. Porzellan. Ah ja, das ist wie immer das gleiche gewesen. Da machen wir das doch genau das gleiche wieder. Ich stelle davon gleich einen Schwung her, weil ich glaube ich von dem Zeug einen Haufen brauche. 4, 8, 12. Sechs, zwölf, danke. Das und das. Gib Porzellan. Die beiden Sachen brauche ich nicht. So. Faucet. Ah, ich muss sie backen. Ups. Für beide? Ja. 5, 6, 7, 8. Und ich habe ein bisschen mehr. Ich habe 12. Das passt. In der Zwischenzeit würde ich sagen... Wow. Au. Okay. Jetzt ist ziemlich alles weg. Da ist noch ein Creeper. Gut. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Auch nicht, auch nicht. Ich habe schon genug von dem Zeug. So. Es geht ja immer nur darum, ob man die Sachen kriegt, die man braucht. Okay, schauen wir doch mal das hier. Das hier. Faucet. Und Channel. Basic Fluid Transfer. Sehr schön. Noch mehr Mineral Torches. Die habe ich doch schon mal irgendwo hin deponiert. Dahin. Gut. Ah, das war's. Okay, das wird ziemlich verdoppelt, wenn ich mich nicht täusche. Und dann brauche ich langsam mal Kupfer, ehrlich gesagt. Aber das müsste ja auch kein Problem sein. Ich habe hier einen Haufen. Und dann fülle ich natürlich da oben noch schnell nach, damit ich da nicht in Schwierigkeiten komme. Sehr schön. Heart of the Melter. Porcelain Melter. Da brauchen wir aber Quarzglas für und dafür brauchen wir Crushglas. Okay, das ist alles noch ein bisschen weiter weg. Aber ich wollte es erledigen für den Fall, dass irgendwas ist. Drying Racks. Klar, Drying Racks sind einfach. Ach, das ist ein Item Rack. Ups. Drying Rack braucht 3 Slabs. Okay. Muss es ein Oak sein? Nein, muss es nicht. Und dann braucht er wieder ein Monster Jerky haben. Das ist ein Drying Rack. Dann brauche ich... Genau. Man wird feststellen, dass eine wird, macht irgendwas, das andere nichts. Das dauert eine Weile. Okay, damit haben wir das erledigt. Tinker's Tables. Eine Sache, die ich eigentlich schon vor Ewigkeiten hätte machen sollen. Das hier, das hier. Bisschen Holz brauche ich noch. Und eine Kiste, brauche ich eine Kiste dafür auch? Nein. Gut. So, okay. Das war doof. Ich habe eins verplempert, was ich nicht gebraucht hätte. Eins. Zwei. Stencil, Tool. Was ist das? Tool Station. Stencil.
Was fehlen noch welche? Was fehlen noch? Der Partbilder. Ja. Der Partbilder braucht einen echten Log. Passt. Log plus Item gibt das. Theoretisch hätte ich schon gerne Chests dafür. Aber Chests sind halt so wahnsinnig teuer im Moment noch. So. Ich brauche irgendwo Platz für das Zeug. Das ist das Problem. Naja, ich klatsche es einfach mal hier hinten hin. Tool Station. Partbilder. Sehr schön. Claim. Noch mehr Compressed Logs. Super. Die mag ich gern. Eine der besten Rewards, die das System hat. Ah ja, genau, das sind zwei. Basic Storage. Part Chest. Es gibt eine Part Chest. Eine normale Chest ist kein Problem. Ah, es gibt Drawer, gibt's. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit für den Cobblestone zum Beispiel, aber gut. Uses. Part, Chest, das ist einfach Planks, eine Kiste und... Okay, das heißt, ich brauche zwei Kisten. Zwei Kisten heißt, ich sollte mal wieder das hier machen. Und ein bisschen Material beschaffen. Also ich würde sagen, das war's dann auch für die Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. See you later. Bye bye.